Ruckelnde Bewegungen können auch mit einer unpassenden Frequenz zusammenhängen. Wie es dazu kommt und wie man dieses 24 Hertz Judder-Problem löst, erkläre ich in der nächsten Folge. Und diese Folge ist jetzt. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. In dieser zweiten Folge zu ruckelnden Bewegungen geht es um den sogenannten Judder oder auch das 24p Filmruckeln. Wie kommt es zu dem Problem? Filme werden mit 24 Einzelbildern pro Sekunde oder FPS, also in 24 Hertz produziert. Dann werden sie aber beispielsweise vom Player oder Fernseher in 60 Hertz übertragen. Das Problem dabei ist, dass man 60 nicht glatt durch 24 teilen kann. Somit müssen die Einzelbilder abwechselnd dreimal und zweimal hintereinander angezeigt werden, um am Ende aus 24 Einzelbildern 60 zu machen. Das nennt man dann in der Fachsprache Free-to-Pull-Down. Hat man jetzt eine langsame, gleichförmige Bewegung, kann dieses ganz bestimmte Ruckeln, das wir hier gerade stark verlangsamt simulieren, echt störend auffallen. Das Problem hat man vor allem bei DVD-Playern oder HDMI-Media-Playern, deren Videoausgang auf 60 Hertz eingestellt ist. Wenn die Quelle das Signal einfach in 24 Hertz vorliegen hat und auch in 24 Hertz ausgibt, kann ein aktueller Fernseher es auch einfach in 24 Hertz oder einem Vielfachen davon anzeigen. Klingt simpel und ist es in den meisten Fällen auch. Auf Blu-rays zum Beispiel werden Filme mit den originalen 24 Bildern pro Sekunde abgespeichert und so kann sie der Fernseher dann auch einfach mit 24 Hertz anzeigen, wenn der Blu-ray-Player das auch einfach so weitergibt und nicht selbst Bilder hinzurechnet. Außerdem erkennen viele Fernseher mittlerweile Material, welches in 24 Hertz produziert wurde, aber via 60 Hertz Signal übertragen wird und können den Free-to-Pull-Down rückgängig machen. Pauschal lässt sich das leider nicht für alle Fernseher und alle Quellen sagen, aber das Problem wird auf jeden Fall immer seltener. Wenn ihr das Filmruckeln nicht wegbekommt, dann sagt am besten mal in einem Kommentar euer Setup mit Fernseher, Quelle und im Idealfall auch noch einem Film oder einer Szene als Beispiel. Eventuell gibt es da noch eine hilfreiche Einstellung. Wie immer, offene Fragen, genau wie Vorschläge für weitere Themen gerne unten in die Kommentare. Und Support heißt das Wort, also abonnier doch unseren Kanal, wenn es noch nicht geschehen ist. Bis dann die nächste Folge kommt, könnt ihr auch mal einen Blick in dieses Video werfen.